Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und diesmal ist es das Want-to-Read-Video für den Monat November. Ja. Du fängst an. Ich habe mir wieder was vorgenommen. Freunde, nein. Was ich davon schaffe, wird man sehen. Mein Stuhl knarzt. Aber sonst ist alles läuft. Gut. Läuft. Wenn es knarzt, wisst ihr, dass es mein Stuhl ist. Ja, ich möchte gern lesen, beziehungsweise lese ich bereits den neuen Sebastian Fitzek. Flugangst 7. Ah, das lese ich jetzt schon. Und ich bin eigentlich auch guter Hoffnung, dass ich das jetzt bald schon beenden kann, weil es liest sich wieder so weg. Ganz, ganz. Im Sebastian-Style. Ja. Ja, was kann ich euch dazu sagen? Ich wusste so gut wie gar nichts darüber. Eigentlich gar nichts, ich habe mich da überraschen lassen. Was soll ich euch da jetzt so... Ja, ich finde das halt auch immer schwierig, darüber was zu erzählen, weil wenn man sich da so reinfallen lassen möchte, ist das schwierig. Es geht um Mats Krüger. Mats Krüger ist ein Psychiater, dessen Tochter ein Kind bekommt. Mhm. Er wird also Opa und er lebt allerdings in Buenos Aires und muss dafür nach Berlin fliegen, um dann seine Tochter dort besuchen zu können. Ja, und das Besondere bei Mats ist halt, dass er, trotz dass er Psychiater ist, aber das ist ja jetzt kein Widerspruch in sich, weil auch Psychiater sind ja nur Menschen, dass er totale Flugangst hat, richtige Panik hat und natürlich von Buenos Aires nach Berlin der Flug jetzt mal nicht so eben schnell ist, sondern 13 Stunden dauert. Ja, und dann geschehen auch noch Sachen, beziehungsweise Mats kommt in eine Situation, die nicht gut ist. Oh und Gott. Die Sachen, die passieren, sind auch nicht gut. Nicht gut. Und man weiß nicht, wieso und warum überhaupt. Ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht zu sagen, weil es ist halt, direkt wieder einnehmend, wenn man da so eintaucht, ist man direkt drin in der Geschichte. Es ist wie immer sehr rasant, sehr kurze Kapitel, die sehr schnell durchzulesen sind und es gefällt mir richtig gut und ich möchte jetzt auch wissen, wie es endet. Ja, und das ist mein erstes Buch, was ich diesen Monat lesen möchte. Mein erstes Buch, was ich diesen Monat lesen möchte, lese ich auch bereits und habe es zu Hause auf dem Nachtschrank vergessen. Deshalb blende ich es euch ein, aber ich habe es euch schon so oft eingeblendet. Eigentlich kann man auch kurz und knapp sagen, es ist der zweite Teil der von Elena Ferrante, die Geschichte eines Namens. Genau. Ich bin jetzt so im ersten, ja, ich bin jetzt so kurz, also die ersten 200 Seiten habe ich gelesen, genau. Und ich muss schon sagen, bis jetzt finde ich es ganz gut. Genau. Ich habe irgendwie schon zu einer gesagt, ich sag, kannst du mir 500 Mal erzählen, dass das noch besser ist? Ich bin durch mit der Elena. Nee, ich habe echt keine Lust darauf. Aber nein, muss ja auch völlig nicht. Ich muss das ja auch nicht. Nein, das ist auch wirklich blöd, dass ich das ständig sage. Geht halt weiter mit Lila und mit Elena. Sind halt jetzt so 16. Und lass mich überraschen, wie es weitergeht. Mhm. Mhm. Dann möchte ich gerne lesen, das habe ich mir selber zum Geburtstag geschenkt, weil alle so davon schwärmen. Die Farbe von Milch von Nell Leyson. Ja, da schwärmen ja irgendwie gefühlt gerade alle von. Ja, alle. Genau, es geht um Mary. Mary ist ein Mädchen, glaube ich, das in ziemlich ärmlichen Verhältnissen aufwächst. Ich kann euch das jetzt nur sagen, was ich so gehört habe. Also wenn ich da jetzt irgendwas Falsches erzähle, lyncht mich bitte nicht. Ich habe es noch nicht ausgepackt, es ist noch eingeschweißt. aber sie, ich glaube, sie wird irgendwie von ihrem Vater an irgendwie einen Hof vermittelt und muss da mitarbeiten. Und das ist, spielt halt auch im... Ich glaube im 19. Jahrhundert oder so. Und also nicht jetzt, sondern schon in der früheren Zeit. Und ja, und das ist halt ihre Geschichte. Und irgendwie alle, die das lesen, sind komplett begeistert von diesem Buch und finden es grandios und es ist schwerst gehypt. Und ich habe da total Lust drauf. Es ist auch nicht so dick. Es ist irgendwie, glaube ich, auch nur so ein 200-Seiten-Büchlein. Über 200 Seiten und ich habe da voll Lust drauf. Und ja, das möchte ich auf jeden Fall lesen. Bin ich sehr gespannt drauf.
Ich möchte dann mal wieder einen Herrn Martin Suter lesen. Und zwar habe ich mir rausgesucht für diesen Monat einen perfekter Freund. Da geht es um den Journalisten Fabio Rossi. Er ist 33 Jahre alt, wacht im Krankenhaus auf. Eine Frau, eine blonde Frau, ist über ihn gebeugt, nennt ihn Hallo Schatz. Er kennt sie nicht. Er hat sie noch nie gesehen, er weiß nicht, wer sie ist. Und er hat so das Gefühl, irgendwelche in seiner Vergangenheit muss er Dinge gemacht haben, die viele Menschen nicht so gut finden. Er hat halt wie so ein Blackout. Hört sich wieder total spannend an. Ich bin sehr gespannt auf das Buch, weil es dann das zweite wäre von Herrn Suter, was ich lese. Und ja, hört sich nach Spannung und einem Lesegenuss an. Freue ich mich drauf. Dann möchte ich noch gerne lesen das neue Buch von Laura Kneidel, Berühre mich nicht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade erst die Rückseite gelesen, weil ich weiß da eigentlich überhaupt nichts von. Ich habe es einfach gekauft, weil ich dachte, es könnte gut sein. Nein, aber es hat ein ansprechendes Cover, genau, das muss ich auch sagen. Und es wirkte halt irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich habe irgendwie gedacht, nee, das holst du dir jetzt mal. Und was ich bis jetzt gehört habe, ist sehr gut. Es ist ein New Adult Roman. Es geht um ein Mädel, ich glaube, sie heißt Sage. Und ihr ist irgendwas passiert und sie hat nichts mehr und hat kein Geld, keine Wohnung, keine Freunde. Muss irgendwie in Nevada neu ihr Leben aufbauen. Irgendwas scheint Gravierendes passiert zu sein. Sie fängt in einer Bibliothek an zu arbeiten und trifft dort auf Luca. Luca ist natürlich ja der typische tätowierte, grauäugige Kerl. Der, ja, ein toller Typ halt. Auf den ersten Blick nicht so zu sein scheint, wie er ist. Mhm. Und ja, dann als Sage dann hinter seine Fassade blickt. Ja, ist halt wahrscheinlich so typisch, aber er soll ganz gut sein. Also er soll wirklich in Ordnung sein. Doch, ich habe viel Positives gehört. Ich freue mich da auch drauf, ist bestimmt echt mal wieder was ganz Nettes. Und ja freue ich mich drauf. Ich lese was von einem Sub. Und zwar von Marie Hermansson, Der unsichtbare Gast. Das ist ein Roman, was aber auch so Thriller-Elemente haben soll. Es soll jetzt kein Thriller sein, aber soll so sehr spannend sein. Hier geht es um eine ältere Dame, die da heißt Florence. Die alte Florence, genau, die hat eine innere Uhr und die ist leider stehen geblieben auf 1943, wo sie ein junges Mädchen war. Sie lebt auf so einem alten Gutshof, hat junge Menschen um sich rum, die ihr zu Diensten sind, also so dienstbotenmäßig. Und die leben da halt umsonst, so wie so ein, also ich stelle mir das so vor, ich weiß ja nicht, um was es geht, aber ich stelle mir das so vor wie so eine WG, ne? Putzen ein bisschen, machen ihr ein bisschen was zu essen und dürfen da halt umsonst leben auf diesem Hof. Sie bewirten auch tote Freunde von der Florence, spielen das Spiel halt mit, weil ihnen geht es ja so ganz gut, haben ja ein gutes Leben da. Irgendwann taucht aber ein Gast auf, der an dem Testament der alten Florence interessiert ist und immer da irgendwie nachhakt und da scheint noch was im Argen zu sein und das ist wohl dann der spannende Moment, der dann kommt. Bin gespannt, es hört sich gut an, ich liebe dieses Cover und dann werde ich noch berichten, wie es war. Jetzt kommt Maikes Mörderprojekt. Achso, ich wollte jetzt erst was anderes sagen. Egal, dann mache ich das Mörderprojekt. Mach das Mörderprojekt, das liegt da, deswegen habe ich es gesehen. Ja, ich dachte, ich mache jetzt erst die nicht so schweren Sachen. Na gut. Ja, tada. Wo wir schon bei Büchern vom Sub sind. Ja, Ken Follett, Sturz der Titanen, steht gefühlt schon. Boah, wie alt ist der? Ich weiß. Keine Ahnung. Alt ist der rausgekommen. Ist der rausgekommen. Wollen wir mal bauen? Wir gucken mal. 2010. So gerade erst erschienen. So, 7 Jahre alt, so nicht schlimm. Meine Güte, nein, ernsthaft 7 Jahre. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Doch, 2010. Schande. Ja, mein Mann hat es 2010 gelesen. Seitdem steht es halt hier. Weil ich möchte es auch lesen. Ganz ehrlich, ich bin mittlerweile. Ich scheue mich vor diesen 1000-Seiten-Sachen. Also auch bei Rebecca Gablé sogar muss ich sagen, dass ich mich davor scheue. Und dass ich halt denke, irgendwie du schaffst im Monat irgendwie knapp über 1000 Seiten zu lesen. Und das heißt halt wirklich, es ist nur ein Buch drin in dem einen Monat. Und irgendwie denke ich manchmal, oh nee, dann verplemperst du die Zeit an einem Buch, obwohl das ja eigentlich auch bescheuert ist. Weil es ein richtig gutes Buch ist, ne? Und so liest man es wahrscheinlich auch nie. Ja. Also
Naja, auf jeden Fall war Chiara von Books & Bakery wieder schuld, in Anführungsstrichen, daran, weil sie muss das nämlich für eine Challenge auch noch dieses Jahr zu Ende lesen. Ja, das bietet sich doch an. Guck, dann pusht ihr euch gegenseitig. Das und ist super. Ja, ich habe gesagt, klar, wenn sie hat mir das natürlich freigelassen, ne? Ist jetzt nicht, dass sie mich da zwingt, um Himmels Willen. Nein, aber ich habe halt auch zu ihr gesagt, wenn du das jetzt nicht mit mir liest, ich glaube, ich lese es nicht mehr. Ich werde es dann irgendwann vielleicht mal als Hörbuch hören, aber wenn du es jetzt nicht mit mir, ich weiß nicht, wann ich dazu greife, weil guck mal, es steht 7 Jahre jetzt schon hier. Das ist doch gut, dass sie Jahre da so eine Challenge jetzt hat. Und Ken Follett schreibt ja auch noch weiter. Ist ja jetzt nicht so, als ob es das Einzige wäre, was auf meinem Sub steht, weil die Tore der Welt stehen hier auch noch. Mhm. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Das habe ich abgebrochen. Ach so. Ja, das ist jetzt der neue erschienen, der dritte Teil von. Ich weiß. Und den liest mein Mann gerade. Naja, ja, ich möchte es halt jetzt. Wir wollen das jetzt halt probieren. Das soll wirklich anfangen. Gut sein, habe ich gehört. So, das ist ja eine Trilogie über das Jahrhundert, das 20. Und hier geht es irgendwie dann ab 1914 los. Gott, wenn ich das schon so in einer Hand halte. Ja. Das ist schon so wie Sport. Ja. Ne? Ich kann sagen, wir machen Sport, wir lesen. Ja, es geht halt um eine Familie aus England zwischen dem Aufstieg der Arbeiterschaft und dem Niedergang des Adels und zwei Brüdern aus Russland. Der eine ist Revolutionär, der andere sucht in der Fremde sein Glück. Alles ist irgendwie miteinander verwoben. Ein deutsch-österreichische Aristokratenfamilie. Die dann politisch gesehen irgendwie da zersplittert wird. Es hängt alles zusammen. Es spinnt sich über diese drei Bücher, über die drei Bücher, die alle über 1000 Seiten haben. Und ja, ich freue mich. Es ist schon so schwer zu halten. Es wird super sein, es zu lesen. Nein, aber ich freue mich wirklich drauf. Es soll wirklich sehr, sehr gut sein. Es soll wirklich. Mein Mann wollte sie eigentlich auch wegtun, aber ich sage, nein, eigentlich möchte ich das, das wirklich. Und eigentlich ist es ja auch so unser Jahrhundert. Also, es ist ja unsere Zeitgeschichte jetzt, ja. Und wir sind in dem Jahrhundert geboren worden. Also müssen muss man sich auch mal mit befassen. So, ne? Und eigentlich mag ich das auch. Aber wenn es nicht so viele Seiten hätte, ich weiß es nicht. 1022. Nein, ich weiß nicht. Danksagungen sind 1022. Und die Danksagung ist nur eine Seite. Und das. So, ja. Gut, ihr werdet sehen, ob ich das schaffe. Wir haben uns aber, wie gesagt, offen gelassen. Jetzt, falls ihr sagt, warum hat es im November nicht geschafft, aber wir haben es offen gelassen, es mit in den Dezember zu nehmen. Und ja, aber wir fangen es auf jeden Fall an. Ich glaube an euch. Wir fangen an. Ich glaube an euch. Auf jeden Fall. Ich war gestern im Buchladen. Und hab da gar nicht mit gerechnet. Ich hatte mir nämlich eigentlich diesen Monat auch ein Buch von Rowan Coleman auf den Stapel gelegt. Und zwar das im 7. Sommer. Natürlich super im November, ne? Aber ich hatte voll Bock, was von ihr zu lesen. Nehme ich doch einfach das Neue. Das lacht dann nämlich. Und zwar Beim Leben meiner Mutter. Passt auch super zu den ersten beiden Büchern. Also einfach unvergesslich, was die Maike ja auch noch nicht gelesen hat, obwohl sie es ja gesagt hat, dass sie es lesen wird. Ja, wollte ich ja auch, aber dann hat Chiara gesagt, das ist wieder nur Chiaras Schuld. Sie will das mit mir lesen. Ach so. Und dann haben wir das verschoben, ehrlich gesagt, weil wir jetzt, wir haben es dann, also ich hätte das locker geschafft. Locker. Nein, nee, irgendwie ist mir die Zeit A davon gelaufen und B hat sie dann wirklich tatsächlich gesagt, sie wollte es mit mir lesen. Ja. Und wir wollen das auch zusammen lesen. Dann ist auch gut. Ich möchte das wirklich lesen. Genau, und 20 Zeilen Liebe war ja das zweite. Und jetzt, das passt halt vom Cover her, finde ich, super dazu. Obwohl ich die Cover ehrlich gesagt nicht so schön finde. Die sind nicht schön. Die sind nicht schön. Aber sie passen zueinander. Aber sie passen zueinander und der Inhalt ist immer Bombe. Da freue ich mich ja auch wieder drauf. Hier geht es um Marisa, die zwei Töchter hat und immer ein Geheimnis mit sich rumgeschleppt hat und da nicht so drüber gesprochen hat. Und als sie dann stirbt, machen sich die beiden Schwestern halt auf dem Weg, das zu ergründen und begegnen einer Unbekannten. Und es hört sich auch wieder sehr, sehr nach Spannung und Gefühl an. Und ich freue mich sehr, sehr drauf, dass ich das jetzt schon lesen kann. Ich liebe diese Autorin. Wenn ihr von der noch nichts gelesen habt, ihr müsst es unbedingt machen. Die ist auch immer ganz viel bei Insta unterwegs und ist so eine sympathische Frau. Ach, ich finde die toll. Ja. Ich mag die echt gerne. Genau.
gut. Dann möchte ich auf jeden Fall, und das werde ich auf jeden Fall trotz des Mammutprojektes schaffen, weil das ist mir sehr wichtig, werde ich auf jeden Fall das neue Buch von Colleen Hoover lesen. Wie es da heißt. Nur noch ein einziges Mal heißt es. Und das werde ich auf jeden Fall lesen. Ja, ihr werdet sagen, Maike, du hast doch da noch Tausende von der auf dem Sub stehen. Nein, nicht Tausende, aber du hast doch ein paar auf dem Sub stehen. Aber ihr wisst ja, ich bin da irgendwie so psycho unterwegs. Und nee, ich möchte jetzt das Neue lesen. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Keine Ahnung, habe mich nicht damit beschäftigt. Ich will es einfach lesen. Sehr gut. Und ich werde das lesen und ich freue mich da sehr drauf. Und es erscheint nächste Woche. Yes! Ja, aber das werde ich auf jeden Fall da irgendwie mit reinschieben. Das möchte ich wirklich sehr gern lesen. Sehr gut. Das war's dann? Nö, das ist doch nicht viel. Das ist doch nicht viel. Ich weiß nicht, das ist... Schaffen wir doch locker. An einer Pubacke ab. So, kein Problem. Wie sieht euer Lesevorhaben so aus? Ja. Seid ihr auch so größenwahnsinnig wie ich? Habt ihr auch so Mammutprojekte? Oder habt ihr so... Überleg mal, wenn ich die Seiten zusammenzähle. Ja. Woo. Wir brauchen einen Monat Urlaub. Oh je, das wird überhaupt nichts. Naja, egal. Ich werde auch noch meine Küche renovieren. Ach, es wird toll. Stimmt, die Küche. Ich renoviere meine Küche noch und kriege eine neue Küche. Es wird super. Ich werde ganz viel Zeit zum Lesen haben. Es wird kein Chaos. Du musst dir parallel das Hörbuch holen, ehrlich. Na, irgendwie werde ich. Ich werde es. Es wird schon irgendwie gehen. Ja, oder ich muss wirklich das Hörbuch hören. Ja. Irgendwie parallel. Aber ich höre doch gerade auch Harry Potter. Ach, du hörst ihn auch. Stimmt, ich habe sie ja wieder mit Harry Potter angesteckt. So ist es. Da habe ich mir jetzt das Hörbuch, weil ich keine Zeit habe, das zu lesen, habe ich mir jetzt das Hörbuch nämlich jetzt dann mit ins Auto genommen und ich finde es so schön. Es ist schön. Ja. Ja, so ist das mit der Zeit und dass man sich alles, was man alles lesen möchte. Okay, aber lasst uns ruhig Kommentare da. Ja, was würdet ihr so lesen? Und genau. Kennt ihr die Bücher? Habt ihr Sturz der Titan? Habt ihr Sturz der Titan schon gelesen, dieses Mörderprojekt? Wie lange habt ihr denn also für gebraucht? Könnt ihr mal gucken, ob ihr das irgendwo aufgeschrieben habt. Genau, berichtet mal. Maike wird es sehr interessieren. Ja, Dann gut. Wünschen wir euch einen schönen Lesemonat und bis zum nächsten Mal. Tschüss.